eine unnötige Verletzung und das Nachspiel. Am Freitag muss Eintracht-Torhüter Kevin Trapp operiert werden. Bei einem von einer Werbeagentur scheinbar unprofessionell für DFB-Sponsor Mercedes geplanten Videodreh der U21-Nationalmannschaft war Trapp auf glattem Steinboden ausgerutscht und hat sich den linken Mittelhandknochen sowie den Mittelfinger gebrochen. Die Saison ist für den 22-Jährigen gelaufen, anhaltende Bestürzung auf allen Seiten. Ja, wir sind auch geschockt gewesen heute Morgen, als wir das erfahren haben. Und Oliver Bierhoff hat kurz mit ihm gesprochen. Es tut uns wahnsinnig leid für ihn, wünscht natürlich hier auf diesem Wege schnelle Genesung. Er hat wirklich eine tolle Saison bis heute gespielt oder bis am Samstag oder Sonntag gespielt. Also von daher ist es auch für Frankfurt ein herber Verlust, weil er einfach der Mannschaft auch den Rückhalt gegeben hat. Und wir hoffen, dass er bald wieder im Tor ist. Ich möchte voranschicken, dass Wolfgang Niersbach sofort zum Hörer gegriffen hat und mich über den Sachverhalt informiert hat. Inzwischen habe ich auch die Inhalte und die Fakten dieses Sachverhaltes vollständig von Herrn Sandrock übermittelt bekommen. Also vom Ablauf her ist da überhaupt nichts zu beklagen. Ich selbst weiß oder wir wissen noch nicht bei Eintracht Frankfurt, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen und müssen. Wir werden uns auch Rechtsbeistand holen, weil wir in diesem Zusammenhang wirklich keine Erfahrungswerte haben, wie man sich dort zu verhalten hat. Klar ist also, dass die Verletzung ein rechtliches Nachspiel haben wird. Ebenso wie die Rückkehr von Torwart Uldi Okanikolov zwischen die Frankfurter Pfosten. Brav hatte der 38-Jährige die bisherige Bundesliga-Saison hinter Kevin Trapp als Nummer 2 die Bank gedrückt. Seinen letzten Einsatz hatte er vor Ligastart beim Pokal aus in Aue. Nun muss er auf den Punkt genau fit sein, wenn die Adlerträger kommende Woche in Fürth ran müssen. Für den ewigen und stoisch ruhigen Nikolov spricht die Erfahrung von 221 Bundesligaspielen. Bislang hatte er noch jeden jüngeren Neuzugang bei der Eintracht hinter sich gelassen, wenn natürlich unter anderen Voraussetzungen als dieses Mal. Natürlich habe ich jetzt länger nicht gespielt, wird auch nicht so einfach sein, da gleich reinzukommen. Aber wie gesagt, dafür haben wir mehrere Torhüter im Kader, dass wenn was passiert, dass andere da sind. Neben der Torhüterproblematik hält auch weiterhin die Diskussion um Trainer Armin Fee an. Wechselt er nun zu Schalke 04 oder nicht? Die Königsblauen haben derweil bestätigt, dass es keine Gespräche mit dem Mainzer Trainerkollegen Thomas Tuchel gebe. Während man bei der Eintracht nicht mehr öffentlich über das Thema sprechen mag, sehe manch Gelsenkirchener wohl gern einen Wechsel von Armin Fee. Ein guter Tipp, aber wie gesagt, ich will hier nicht irgendwas schön oder so, aber wenn du mich fragst über seinen Charakter, er ist umgänglich, mit ihm kann man gut umgehen, kann gut reden, alles in Ordnung mit ihm. Diskussionswürdige Themen gehen bei der Eintracht jedenfalls auch in der Länderspielpause nicht aus.